Zuletzt bei The Legend of Zelda Majora's Mask. Ja, ich habe jetzt ein kleines Problem, glaube ich, weil Milch fehlt. Jetzt hat er das Quellwasser bekommen. Hier ist eine Kuh. Hier ist eine Kuh! Oha, wie cool! Gib mir etwas Kalziumreiches. Ganz klar, die Milch. Du hast den Spiegelschild erhalten. Weiter ging es im Schloss von Ikana, in dem die Lösung verschiedener Rätsel einige Zeit in Anspruch nahm. Unsere Aufgabe ist es nach wie vor, in verschiedene Räume Sonnenlicht einzulassen, was ich aber hier und da nicht ganz gecheckt habe. Und wir sind auf dem Dach. Was bringt uns das? Können wir hier irgendwas wegbomben? Komm, das sieht doch aus wie für den, nicht für den Deku, für den Goronen, dass der es wegstampfen kann. Kann es sein? Nein, kann nicht sein. Dann müssen wir doch wahrscheinlich auf der Mauer hier lang. Und oha, da hinten ist ein Herzteil, aber da komme ich nicht so einfach hin. Da muss ich den Kristallschalter aktivieren. Ich will erstmal hier weiter. Und schauen, ob ich das schaffe. Ich kann mein Schwert nicht ziehen. Und ich habe meinen Bogen weggepackt. Na toll. So toll das auch eben war, der Brunnen, so cool ich den fand. Jetzt nervt es ein bisschen. Alles. Die Räume sind nicht so eindeutig. Man weiß nicht genau, was man machen muss. Aber ich darf mein Schwert wieder ziehen. Das ist immerhin schon mal ganz cool. Ganz gut. Ganz toll. Und ja, dann versuche ich doch mal, den Kristallschalter da zu erreichen. Wahrscheinlich ist der fürs Licht zuständig, oder? Oder soll ich doch erst das Herzteil holen? So, ach was, komm. Direkt zum Kristallschalter rüber. Schön präzise landen. Schatten ist da. Also Deko-Link verlassen. Und was macht das jetzt? Ein Loch. Es öffnet ein Loch, in das ich rein kann. Und wo ist das? Da hinten irgendwo. Ja, super. Da hinten ist wieder ein Block. Ach, doch. Ach, das ist schon hier. Wir sind schon hier. Das ist das große Tor. Ja, laber nicht. Halt doch die Klappe. Wir sind schon hier in dem Schloss richtig drin. Ich dachte, es wäre noch so eine Vorstelle. So eine Stelle, wo man noch nicht drin ist, aber danach reinkommt. Ja, krass. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt schon zu lang ist, der Part. Also, wenn der Part zu lang ist, dann entschuldige ich mich für die Überlänge. Aber ich denke, wer sich den Part auch anschaut, der wird auch damit zufrieden sein vielleicht. Ich hoffe es mal. Zur Not teile ich den Part in der Mitte ohne Ankündigung. Dann entweder hallo zum neuen Part, herzlich willkommen, oder tschüss zum alten Part, je nachdem, wo ich den teile. So, ich habe ein bisschen sehr lange gewartet, weil ich gedacht habe, ich warte nochmal einen Zyklus ab. Aber jetzt beeile ich mich doch. Und springe fast zu weit. Es darf nicht das Feuer jetzt angehen. Dann ist alles gut. Dann bekomme ich das Herzteil ohne Probleme. Und die andere. Oh, ist jetzt wieder angegangen. Und. Ah, nice. Da ist das Herzteil. Das nächste. Drei Teile. Noch ein weiteres. Dann bekommen wir einen neuen Herzcontainer. Und jetzt wollen wir mal schauen, wo der Fels hier weg ist. Wo ist der Fels? Hat sich weggeschoben. Wo kann ich jetzt rein? Und hoffentlich das Wasser aktivieren. Für den Fluss. Oder irgendwie ein Durchlass. Keine Ahnung. Ist das der Fels? Nein, der ist nur eine seltsame Wand. Sieht sehr komisch aus. Ist das drinne gewesen? Das war im Innenhof, richtig? Entweder ich muss jetzt nochmal hochgehen. Aber da war ja eigentlich ein Zaun drum. Oder ich muss halt hier. Ich nehme am besten nochmal die Gyptomaske. Dass die hier schön für mich tanzen und mich nicht nerven. Und geh nochmal in den Raum rein. Ich weiß nicht, was gab's hier nochmal? Achso, da fehlt das Licht. Ach so! Alles klar! Das macht Sinn. Und wir haben den Schattengrabscher schon mit Licht gekillt. Und, oh, jetzt bekomme ich jetzt drei große Hände, oder was? Ja, ist gut. Was soll ich denn machen? Hau ab! Haut alle ab. Und die sind alle down. Ja. Gut, so kann man es auch machen. Nicht so der Weg, wie man es vielleicht eigentlich machen sollte. Aber ist okay. Und wir können die Sonne blenden. Und dahinter kommen vier weitere Gyptos, die in der Reihe tanzen. Ah, die machen auch andere Tänze. Ist ja lustig. Es könnte so eine Band sein. Die Gypto-Band. Jetzt neues Album erhältlich. Überall, wo es
Musik zu hören gibt. Spotify, iTunes. iTunes? Gibt's das? Ist das Musik? Ich habe keine Ahnung. Apple kenne ich mich gar nicht aus. Und der Typ schon wieder. Den kennen wir ja auch schon. Den haben wir schon zweimal besiegt jetzt. Reicht ja auch irgendwann mal. Ja, ich denke, die Dinger brauchen wir nicht. Und wir sehen ja auch immer, wo er auftaucht. Und den habe ich sogar manuell getroffen. Jetzt taucht er hinten auf. Immer auf die Karte schauen, das ist wichtig. Und ihn treffen. Vielleicht kann ich sogar Feuerpfeile verwenden. Oder Eispfeile. Ich verwende mal Eispfeile. Ist mal was anderes. Ich habe genug Energie und alles. Und es macht vielleicht mehr Schaden. Kann ich mir vorstellen. Er friert sogar kurz ein. Genau, und jetzt geht er hin und klont sich. Aber wir wissen ja, wo der Richtige ist. Immer bei dem Punkt auf der Karte, bei dem Roten. Und so machen wir eventuell wirklich mehr Schaden. Und wir können den Echten auch anvisieren. Ich weiß nicht, ich habe jetzt andere noch nicht gesehen. Klont er sich wirklich? Ah, ist schon down. Perfekt, okay. Ist auch egal. Der Boss ist wie immer einfach. Und der wird auch nicht schwerer, glaube ich. Also, dass die den so oft recyceln, muss jetzt auch nicht sein unbedingt. Und hier kommen die ganzen Kipps. Ich finde das super lustig. Wie die hier tanzen. Einfach so random. Nur weil ich hier, weil die denken, ich bin ihr Anführer oder so. So, damit bin ich draußen im Innenhof. Kann ich jetzt endlich mal Wasser anstellen? Aha. Kann schon sein. Sagt Taya, das ist mit dem Kronen. Die Steine haben einen Riss. Ständig übersiehst du solche Sachen, hallo? Chill mal, ich wollte dich nur fragen, was du dazu denkst. Hier, voll unverschämt. Ja, jetzt sagt sie es nicht mehr, sie traut sich nicht normal. Jetzt, wo ich Corona bin. Ständig übersiehst du solche Sachen. Ah, eine Bombe, ja gut. Als Corona hätte mich auch ein bisschen gewundert, weil ich dann in die Tiefe gestürzt wäre eigentlich. Oh, ich werde angerufen. Okay, Bombe ist gelegt und mal schauen. Wir brauchen hier das Pulverfass, das gibt es doch nicht. Und jetzt muss ich auch den ganzen Weg dann hier rein nochmal machen, ne? Aber gut, lieber in diesem... Ah, hau ab. Egal. Lieber in diesem Zyklus als im nächsten. Deswegen schnell zurück nach wie heißt die Stadt? Unruhstadt? Oder Clocktown? Heißt es einfach Clocktown im Englischen? Ich weiß es nicht, aber könnte gut sein. Oh, hi. Ah, Pulverfass. Ah, du willst nochmal eins kaufen. Oha, du bist ja voll verschwenderisch. Oder du lässt es halt voll krachen, voll krass. Ja, hier, besuch mich gerne wieder. Also ich bin immer noch da und ich nehme dein Geld auch gerne an. Ja, ist klar. Ich weiß nicht, können wir jetzt eigentlich durch den Geheimgang gehen? Können wir jetzt abkürzen mit dem Spiegelschild? Safe. Komm, wir kriegen das Spiegelschild nicht einfach so, um dann nicht hier abzukürzen. Ich probier's mal und ich hoffe, es geht. Weil es ist ja Tageslicht hier, ne? Oder ist hier speziell Sonne? Ah ja. Ah, perfekt. Es gibt hier einen Sonnenschalter. Wusste ich nicht, okay. Oh, es gibt einen kleinen Durchgang hier. Hier ist ein Sonnensymbol. Ich habe irgendwas aktiviert. Ich weiß nicht genau, was das bringt, aber es wird uns wahrscheinlich irgendwann helfen. Perfekt. Damit ist der Schalter weg. Und wir können durch den geheimen Eingang hier in der Mauer, durch den Riss in der Mauer, hier reinkommen. Und das Pulverfass da oben hinlegen. Hoffentlich endlich mal. Und es war irgendwie auch klar. Ja, ist klar. Nerv mich nicht. Hallo. Weg damit. Braucht keiner hier. Und ich möchte auch wieder tanzen sehen. Deswegen ziehe ich mal lieber diese Maske auf. Und dann nerven die mich nicht. Dann rufen nicht vier Gyptos gleichzeitig ihren Schrei. Also machen nicht ihren Schrei. Und es bringt gar nichts. Also, ich werde aufgehalten ohne Ende. Sondern die tanzen schön, sind friedlich und glücklich wahrscheinlich auch, hoffe ich mal. Wir können uns jetzt nochmal anhören, was Taya sagt. Hier, seh doch, ständig übersiehst du solche Dinge. Schau genau hin, die Steine haben einen Riss. Ja, ich habe nichts übersehen. Du bist einfach nur zu übereifrig. So, natürlich müssen wir Corona sein, um das Pulverfass benutzen zu dürfen. Und dann natürlich in Deckung gehen. Und jetzt reinspringen, oder was? Ach, stimmt jetzt. Ah, ich weiß warum. Hilfe, Hilfe. Ja, das ist jetzt sehr ungünstig. Das ist jetzt sehr ungünstig. Hallo. Aber die tun dem Goron nichts.
Der ist zu stark für sie. Das war jetzt sehr ungünstig, genau in die Mitte von so vier Gyptos reinzuspringen. Aber ja, tanzt mal weiter. Und die geben auch viel Geld. Oha. Und die Sonne, der Stein ist weg. Und das, was auch immer hier ist, ist offen. Die Säulen können wir ignorieren. Wo kommen wir hin? Was passiert jetzt? Ist hier... Kriegen wir ein Item oder was? Das sieht sehr seltsam aus. Das soll einfach nur symbolisieren, dass der Gang lang ist, wahrscheinlich. Magie, Pfeile bekommen wir hier. Das heißt, Pfeile kann ich schon mal ausrüsten. Und jetzt ist Boss-Time, oder? Wo ist der Boss? Zeig dich. Wer auch immer du bist. Oh, Unverschämter, der das Undenkbare in der Dunkelheit von Ikana da gebracht hat. Genau. Oh, er macht die Sonne zu. Die Sonne zu. Meine Diener fielen durch das heilige Licht, das dich beschützt. Hä, was? Ich kann nicht lesen. Jedoch. Nun soll die Dunkelheit, in der meine Diener leben, dahin fließen. Du sollst mit deinen eigenen Augen sehen, was wahre Dunkelheit bedeutet. Und sie lachen mich aus. Das gibt's ja nicht. Und die Dinger sind schnell, die Teile. Und ich habe den einen besiegt, was? Das ging einfach. So, okay, ich musste ihre Schildangriffe blocken, glaube ich. Und dann ist er kurz aus dem Gleichgewicht gebracht. Beziehungsweise lässt sein Schild offen. Und ich kann zuschlagen und den killen. Und ich muss wahrscheinlich beide innerhalb einer kurzen Zeit killen. Oh, zu zweit sind die aber mies. Aber manche machen den genau den gleichen Move. Okay, es ist ein bisschen schwierig, der Kampf. Wir haben Pfeile bekommen, deswegen wahrscheinlich nicht umsonst. Ich kann ja mal Taya fragen. Schalte in den Zielmodus, während du dich verteidigst. Was könnte wohl Licht in diese Finsternis bringen? Bedeuten. Lichtpfeile? Nee, haben wir nicht. Haben wir irgendwas mit Licht? Wir haben nichts mit Licht. Oh, das ist ein bisschen, das ist echt mies. Weil wenn der eine angreift, schilt der andere. Okay, der eine ist down. Jetzt komm, schnell der andere her. Ja. Ey, warum ist der im Weg? Ey, was war das denn für ein Betrug? Der eine steht einfach, der eine liegt einfach im Weg, obwohl er tot ist und da am Boden nichts mehr zu suchen hat. Yes, ich hab's geschafft. Jetzt sind beide down und jetzt... Ah, ich mach's falsch. Okay, ganz klar, das ist nicht der Sinn, wie es gemacht werden soll. Ah, ich bin ja so blöd. Oh, ich probiere hier rum seit Minuten gefühlt. Also ja, nicht nur gefühlt. Und muss wahrscheinlich einfach die Vorhänge da oben verbrennen, oder? Ja, so ist es richtig. Ich muss die Vorhänge verbrennen und jetzt kommt das Sonnenlicht rein und killt die einfach automatisch, oder was? Ich will den anderen auch noch kaputt machen. Das ging auch relativ schnell und ich finde es cool, wie es so vom Rand reingeht. Und der Typ, der König, ist voll verschreckt. Der rastet richtig aus von seiner Reaktion her. Und in der Mitte war auch noch ein Vorhang. Falsche Richtung. Aua. Muss aufpassen. War in der Mitte auch noch... Ist das ein Vorhang?
Der als einer zählt? Nee, ich glaube nicht. Okay, ich habe schon zwei Treffer irgendwie gelandet. Oh, es ist ein bisschen seltsam, dass die hier so rumstehen. Warum stehen die hier so hässlich rum? Und mein Controller buggt auch ein bisschen rum. Ja, okay, ich habe den nächsten wieder getroffen. Irgendwie ist es ein bisschen seltsam. Hallo, wollt ihr herkommen? Ja? Hallo, ich treffe ihn doch. Ist das hässlich? Was ist das denn für ein Kampf, für ein seltsamer? Ich kann die doch gar nicht treffen. Hier, guck mal, ich mache so und ich treffe die nicht. Ich treffe einfach zu hoch. Okay, ich habe ihn nochmal getroffen. Er steht voll im Licht. Guck mal, warum... Was macht er denn? Er steht voll im Licht. Hallo, wie oft will ich ihn noch treffen? Hä, wie oft muss ich das noch machen? Oder was ist denn der Sinn hier? Halte dein Schild hoch und beobachte seine Begegnung. Ich glaube, ich kenne jetzt seinen Schwachpunkt. Ja, seine Bewegung, nicht seine Begegnung. Aber schön, toll. Finde ich super, dass das jetzt funktioniert. Aber es funktioniert nicht. Wenn es funktionieren würde, ich würde der Geiz dagegen sagen. Aber es funktioniert nicht. Ach so, muss ich ihn vielleicht... Oh, er ist verbrannt. Er verbrennt in einer blauen Flamme, wenn man ihn am Boden liegen hat und dann in der Sonne killt. Aha, okay. Grillt, meine ich, nicht killt. Und du folgst auch gleich. So, hier. Und jetzt kommt der König selbst. Ja, der König kommt selbst. Oh Mann, so einfach war es dann doch. Aber ich habe so lange gebraucht, das gibt's auch nicht. Aber es ist relativ offensichtlich. Auch. Und ich muss aufpassen. Und den kann ich auch aus dem Gleichgewicht bringen. Mit seinem Schwert, oder was? Was ist das? Irgendein giftiges Gas, oder was? Und er lacht einmal dreckig. Ah, Mist. Okay, stimmt. Wenn er von oben schlägt... Okay. Ich muss ja von oben schlagen oder ich muss direkt zugreifen. Nee, aber es bringt nichts. Was soll ich machen, wenn er mit seinem Kopf hier ankommt? Ich kann ihn nicht killen. Muss ich trotzdem auf seinen Körper gehen? Ich habe ein halbes Herz noch. Was Schlechtes. Und ich sterbe. Damit bin ich down, aber ich habe eine Fee. Und ich weiß nicht, wie viel eine Fee heilt. Vielleicht die erste Reihe, wenn es gut läuft. Oder nur 6 Herzen. Die erste Reihe. Ich habe so ein paar Ideen hier. Zum Beispiel das hier. Bringt das was, die Maske hier aufzusetzen? Mit dem Schädel. Oh, ja, es bringt was. Es bringt was.
Oh, Keita, oder wie auch immer der heißt. Das ist doch Hauptmann Keita, wie auch immer. Aber er wird mich. Was? Aber ihr seid so. Ja? Winzig! Wie ihr ausrastet, was? Beinahe ließ ich mich durch deine Taten täuschen. Okay, also nichts mit Hauptmann Keita. Oh, okay, machen wir es wieder ab. Ich habe noch ein paar andere Sachen überlegt. Oder vielleicht kriege ich ja in der Schatztruhe was. Ah, ich krieg 3 Herzen, nice. Ich krieg Herzen wieder, okay, frisch. Oh, ich habe jetzt ein paar. Ja, super. Er liegt in der Wand. Nein, das gibt's doch nicht. Ja, super. Er lag irgendwo ganz hinten in der Wand. Tolle Sache. Also echt. Was soll ich denn da machen? Oh, man kann seinen Kopf auch gar nicht abwehren. Wie kann man denn seinen Kopf abwehren? Der wird mich schon wieder kriegen. Außer er hittet mich in dem Moment. Ja, super. So, ich mache mir die gleiche Taktik. Einfach draufgehen. In seinen Rücken. Er steht perfekt. Er ist down, er ist down. Jetzt schnell, Spiegelschild. Ja, er ist down. Oh, Hilfe. Einfach ein bisschen Kamikaze draufgehen. Einfach ihn die ganze Zeit schlagen. Und irgendwann geht er zu Boden. Vor allem, wenn er so ein bisschen in der Wand backt manchmal. Du stehst mir im Weg. Geh zur Seite, ich kann ihn doch kriegen. Im Weg? Er hat uns nur besiegt, weil du so lahm bist. Gib mir nicht die Schuld. Was? Wag es nicht, noch einmal das in mein knochiges Gesicht zu sagen. Lahm! Lahm, 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 lahm. Halt endlich die Klappe. Schau nicht so blöd. Einst war ich der beste Kämpfer in ganz Ikana. Der beste Kämpfer in ganz Ikana? Du? Lahm! Zieh deine Waffe. Was? Ich sag dir, zieh deine Waffe. Wie? Aha. Was jetzt? Lacht er ihn aus? Welche Waffe überhaupt? Hört ihr wohl auf, ihr Narren? Habt ihr denn gar nichts verstanden? Das Königreich ist zerstört und wir sind, was wir sind. Ist es nicht ein Jammer, dass eine solche Streitigkeit wie die eure der Grund dafür ist? Und sie verschwinden im Nichts, nur der Hauptmann bleibt zurück. Vertrauen in Freunde und der Glaube an das Vergeben von Fehlern. Diese Gefühle sind aus unseren Herzen verschwunden. Es geschah alles, nachdem jemand die Türen zum Felsenturm aufgestoßen hatte. Du, der du das Licht in Dunkel gebracht hast. Ich bin der König dieses Reiches. Igos, du, Ikana. Der Zauber, der uns gefangen hielt, wurde durch das heilige Licht, das dich beschützt, aufgehoben. Doch um auch das Land wieder mit Licht zu überfluten, musst du die Tür des Felsenturms versiegeln. Doch der Felsenturm ist eine uneinnehmbare Festung. Hunderte von Soldaten meines Reiches wären nicht in der Lage, ihn zu stürmen. Für einen allein ist diese Herausforderung zu waghalsig. Daher soll dich ein Soldat begleiten, in dessen Brust kein Herz schlägt. Einer, der die Dunkelheit nicht zagt. Lustig, wie er das so singt. Weil er hat ja kein Instrument, aber er ist irgendwie lustig. Links, nee, Quatsch, lol. Rechts, links, Schwäche, rechts, links, rechts, unten, rechts, oben, links. Und was passiert jetzt? Die Elegie des leeren Herzens. Was passiert jetzt?
Wir erstellen einen Klon von uns? Der irgendwie etwas hässlich aussieht. Dieses mystische Lied erlaubt dir, ein Bild deiner selbst abzustreifen. Spielst du das Lied, nachdem du eine andere Gestalt angenommen hast, lässt du eine von maximal 4 Hüllen zurück. Okay. Der Soldat ohne Herz ist ein Abbild deiner selbst. Eine Hülle, aus der du schlüpfst, wenn dein Lied es so verlangt. Oh, das... Lass das Licht der Gerechtigkeit auf meinem Reich leuchten. Und auch er verschwindet. Was kann ich jetzt mit dem machen? Hallo? Nichts? Überhaupt nichts. Ich muss nur einfach dastehen, wo ich hin muss, und das war's. Okay, das war das Wichtige, was wir noch erlernen mussten, bevor wir die Tage zurückspulen. Und wenn ich jetzt Link bin, ja, ich bin Link, hallo. Wenn ich jetzt Sora Link bin zum Beispiel, dann das Lied spiele. Ah, jetzt habe ich die Ocarina nicht ausgerüstet, super. Oder wenn ich Grunen oder Deku Link bin, was passiert dann? Ich lasse einen Sora zurück, der mit seiner Gitarre da steht. Wie so eine Statue, wie so eine Amiibo. Könnte das auch sein. Und wie sieht der als Corona aus? Ah, okay. Das sieht ziemlich aus wie dieser Damani. Logischerweise, an den das natürlich auch angelehnt ist, der Coronenheld. Und der Deku fehlt noch. Den möchte ich natürlich auch noch sehen. So sieht der Deku aus. Auch eine abgespeckte Version von Link. Und da sind alle zusammen. Das ist sehr interessant. Oha, krass. Und das wird aber die Rätsel ziemlich schwierig machen. Ich gehe stark davon aus, dass der nächste Dungeon nicht leicht wird, weil das schon eine Mechanik ist, mit der man viel anfangen kann. Und ich kann mir echt vorstellen, dass es sehr, sehr schwer wird. So, ich versuche mal, den Gyptus hier auszuweichen. Ich möchte noch einmal nach draußen gehen und schauen, wo es in den Felsenturm reingeht. Und danach beende ich diesen Part. Oder, ich weiß nicht, vielleicht ist der Part auch eh schon so lang, dass ich den gleich beenden brauche, sondern einfach schneiden muss und dann jetzt schon in den Felsenturm reingehe. Aber ich denke nicht. Zur Not mache ich in der nächsten Aufnahmesession ein paar Minispiele, um die Zeit zu füllen. Aber das kann ich erst beim Schnitt überblicken. Ich glaube, vom Ikana Canyon geht's hier hoch, da vorne. Ich glaube, ich war da sogar schon mal vor kurzem. Also vorletzter Part oder sowas. Also vor dem Brunnen. Und da müsste es reingehen in den Dungeon, richtig? Ja, tatsächlich. Und es kommt auch keine krasse Animation mehr, weil wir ja schon mal waren. Das erwartet uns im nächsten Part. In den nächsten Parts. Weil ich von der langen Angelegenheit ausgehe. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Ansehen. Es hat mir Spaß gemacht. Es war ein sehr erfolgreicher Part. Auch teilweise ganz, ganz cool, ganz lustig. Der Brunnen war ganz cool. Die Festung fand ich auch insgesamt ganz, ganz gut. Gute Rätsel, bisschen Spannung beim Kampf, alles dabei. Also das Spiel macht mir richtig Spaß aktuell und ich freue mich, wenn es weitergeht. Im 4. Dungeon und danach mit der Story. Ich bin sehr gehypt. Lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Wie immer, kennt man. Und bis dahin, macht's gut und ciao.